Hallo, liebe Deutschlernende. Hier ist ein langes Wort für dich. Langzeitgedächtnis. Langzeitgedächtnis. Es ist ein langes Wort, aber wie alle langen Wörter wird es einfacher, wenn man es in die einzelnen Wörter zerlegt. Ja? Langzeitgedächtnis. Was ist ein Gedächtnis? Ein Gedächtnis ist die Fähigkeit oder ja, ist das Konzept, dass man sich Dinge erinnern kann. Ja? Ich habe ein Gedächtnis und mit dem Gedächtnis erinnere ich mich an bestimmte Dinge, die ich erlebt oder gelernt habe. Das ist mein Gedächtnis. Und ich habe ein Langzeitgedächtnis und ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Ja? Wie der Name schon sagt, bedeutet Langzeitgedächtnis, dass ich mich über lange Zeit an etwas erinnere. Ja? Die Dinge, an die ich mich erinnere, die Jahre zurückliegen, sind in meinem Langzeitgedächtnis. Und alles, was in den letzten 5 Minuten passiert ist, ist in meinem Kurzzeitgedächtnis. Ja? Ich nenne dir zum Beispiel ein paar Zahlen. Ja, 5, 3, 7, 4. Diese Zahlen sind in deinem Kurzzeitgedächtnis. 5, 3, 7, 4. Und morgen hast du diese Zahlen vergessen, weil sie nicht relevant sind. Ja? Morgen hast du diese Zahlen vergessen. Vielleicht hast du diese Zahlen schon jetzt vergessen. Sie sind noch in meinem Kurzzeitgedächtnis. 5, 3, 7, 4. Ja? Die Zahlen sind in meinem Kurzzeitgedächtnis und deswegen erinnere ich mich an sie. Aber in ein paar Minuten habe ich diese Zahlen schon wieder vergessen. Der einzige Weg, wie ich mich langfristig an diese Zahlen erinnern kann, ist, indem ich die Zahlen vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis übertrage. Und die Methode, mit der du Deutsch lernst, ja, wie wir hier Deutsch lernen, ist die natürliche Methode. Ich bin ein bisschen abgelenkt, ich höre hier ein Geräusch. Hörst du das? Das hört sich fast wie ein Frosch an. Jetzt hat es aufgehört. Mit der natürlichen Methode lernst du Deutsch auf eine Art und Weise, sodass es in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert wird. Ja, das wollen wir erreichen, dass du nicht nur kurzfristig Deutsch lernst, sondern langfristig, sodass du Deutsch im Langzeitgedächtnis hast. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!